Herr Kolbe, mit einem 5:1 Auswärtssieg beim Verfolger kann man doch rundum zufrieden sein, oder? Ja, also heute kann man rundum zufrieden sein. Wie erklären Sie sich den Spielverlauf und das Ergebnis? Wir sind eigentlich sehr holprig aus der Pause gekommen und haben letzte Woche zugelegt, spielerisch und auch den Aufwand, wo wir betreiben, um Spiele gewinnen zu wollen. Haben wir letzte Woche den Anfang gemacht, die Woche war eine Steigerung und jetzt müssen wir weitermachen. So. Wir dürfen nicht nachlassen, der Konkurrent ist da und wir müssen weiter Gas geben. Ist das Rennen um den Relegationsplatz heute schon entschieden worden? War das die Vorentscheidung? Ja, Vorentscheidung noch bei 7 ausstehenden Spielen. Jetzt ist Fatihspor, glaube ich, zu uns sind es 11 Punkte, glaube ich. Ja. 11 Punkte wäre man, glaube ich, nicht mehr abgeben. Also die Differenz. Wir werden sehen, Buckeberg ist 5 Punkte hinter uns, aber das sind alles keine Sachen, wo man sich drauf ausruhen darf. Wir wollen jetzt bestätigen, die Vorrundenleistung noch bestätigen. Weil jetzt kommen Spiele, die wir in der Vorrunde gewonnen haben. Heute war eins, wo wir Punkte gut gemacht haben zur Vorrunde. Und jetzt müssen wir die gucken, dass wir so viele Punkte holen in den restlichen Spielen, wie wir aus der Vorrunde geholt haben. Und dann sieht es ganz gut aus. Möchten Sie heute einzelne Spieler hervorheben oder war das eine geschlossene Mannschaftsleistung? Nachdem heute früh 2 wichtige Spieler ausgefallen sind mit Cem Tatar und Denny Andrejewitsch, muss ich der kompletten Mannschaft ein Sonderlob aussprechen. Das war eine perfekte Mannschaftsleistung. Auch die Spieler, wo reingekommen sind, war heute sehr homogener Auftritt, Riesenwille, schöne Körperdarstellung, schöne Spielzüge. Heute bin ich ehrlich mal zufrieden. Woran kann man noch arbeiten? An der Chancenauswertung in der ersten Halbzeit und an mehr Konzentration die letzte Viertelstunde, weil da war es dann schon schlampig. Aber wenn man das Spiel dann 5:1 gewonnen hat, kann man auch mal sowas akzeptieren. Sollte halt nicht zur Gewohnheit werden, aber heute, muss ich sagen, kann man nicht viel aussetzen. Der nächste Gegner lautet für Sie bei einem Heimspiel Alemannia Wilferding. Was wird das für ein Spiel? Was meinen Sie? Es wird ein Spiel, wo wir wieder erstmal uns beweisen müssen. Wilferding spielt gegen den Abstieg. Wir wollen keine Punkte verschenken. Wir müssen weiterhin Gas geben, weil von alleine geht nichts. Die Liga ist sehr ausgeglichen und man muss jedes Spiel, wenn man es gewinnen möchte, muss man sehr, sehr viel dafür tun. Und ich hoffe, dass die Jungs auch nächste Woche wieder bereit sind, das umzusetzen, was sie sich vornehmen. Ihre Zukunft, soviel ich weiß, beim Verein ist noch nicht entschieden oder können Sie uns mehr dazu sagen? Wir haben Gespräche geführt. Ich werde auch nächstes Jahr Trainer in Niefern sein. Mal sehen, was für Aufgaben wir dann uns selber stellen. Aber wir werden versuchen, jede Aufgabe zu meistern. Herr Kolbe, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Danke auch.